Hallo und willkommen zurück zu Bound by Flame, Folge 28 mittlerweile. Ich habe mich jetzt wieder ein bisschen abgeregt. Der Kampf mit den zwei Konkubinen, der war einfach zum Kotzen. Wirklich, in der Zeit hätte ich das Spiel, glaube ich, fünfmal durchspielen können. Na gut, okay, leicht übertrieben. Aber immerhin fehlt jetzt nur noch eine Konkubine. Bevor es dann wohl zu Schwarzfurts oberster Lustsklavin geht. Caesar, die ist unverwundbar, so lange bis die anderen drei noch am Leben sind. Bis die anderen drei tot sind, so rum. Ja, dann würde ich sagen, sorgen wir mal dafür, dass die möglichst bald tot sind. Aber so funktioniert's nicht. Ach, ich habe immer wieder zu kämpfen mit den Dingern. Ich habe übrigens mal geschaut, so ein bisschen rumgeguckt im Netz, was sie über diese Bosse sagen. Also die zwei Konkubinen meine ich. Ja, ich bin nicht der Einzige, der hier Brocken gekotzt hat. Scheint wohl vielen so gegangen zu sein, also dann fühle ich mich nicht mehr ganz so schlecht. Ich bin einigermaßen wieder zufrieden. Und da ich die ja jetzt eh besiegt habe, muss ich die auch nie wieder sehen. Gut, die Schwester von den beiden wird wahrscheinlich genau gleich aussehen, aber sie ist immerhin allein. Und eine allein werde ich wohl gerade noch so packen. So, das war jetzt die Steilvorlage dafür, dass ich da auch verkacken werde. Ich will es mal nicht hoffen, aber es ist natürlich nicht auszuschließen. Peiniger. Naja, der ist eigentlich ganz nett. Wenn der trifft, ist zwar doof, aber er fällt auch recht schnell um. Oder er fällt recht schnell runter, besser gesagt, weil stehen tut er ja nicht. Außer das eine Mal, als mich einer erschreckt hat. So getan hätte, als wäre eine Statue. Eigentlich übelst schlecht, aber ich bin trotzdem drauf reingefallen. Naja. Kann man wohl nichts machen. Ist schon eine große Festung. Was findet die verschwundenen freien Klingen? Hä? Ach, die sind hier auch. Die werden gefangen. Ah! Okay, dann können wir denen ja gleich noch helfen. Na dann mal los. Aber die hat sogar Unterstützung von den Klingen. Also vorhin stand mal so eine Aktualisierung von der Quest drin, dass man die nicht töten soll, sondern nur die Konkubine einfach. Ist jetzt leider nicht mehr mit drin. Ich muss nochmal schneiden, weil ich gerade ein bisschen Performance-Probleme wieder hatte. Ich glaube, die Festplatte wird langsam wieder voll. Muss ich mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber es war wirklich jetzt nur kurz an der einen Stelle. Bin ich direkt nochmal krepiert. Ja, ich muss mir das jetzt irgendwie so zurechtlegen, dass ich die abhänge. Einfach diesen, ja, dämonische Fähigkeit einsetze, um die ein bisschen zu verlangsamen, damit ich schön Zeit habe, um die Konkubine zu vermöbeln. Ja, es hat geklappt. Boah, es ist immer ein Akt, bis man die bloß durch hat. Die saugt auch noch Mana mit ihren komischen Schattenzaubern. Das ist ja das Allerfieseste. Noch einen Mana-Trank reinschmeißen. Ich habe mir extra nochmal welche hergestellt. Oh je, ich muss da raus aus der Ecke. Und wie gesagt, aufpassen, dass ich die nicht schlage. Sybil beschäftigt sich schon mit zwei anderen, aber die halt, die hält nicht mehr lange durch. Ah, Heiltrank, Mana-Trank hinterher. Sybil ist tot, das heißt, ich hab's jetzt alle am Hals. Ja, der Trick mit der Falle klappt ganz gut, glaube ich. Irgendwie scheint sie mich gerade nicht zu treffen, also möglichst viel.
50 Schaden draufbringen auf die alte. Oh, das geht ja gut. Okay, scheiße, jetzt hat er mich erwischt. Tritt er mich von hinten, spinnt der. Aber ich habe die Hälfte schon runter. Wenn ich das jetzt weiter so durchhalte, den Fallen, dann hat man mehr Zeit. Ich muss halt aufpassen, die Fallen können die halt auch töten. Die machen jetzt nicht sonderlich viel Schaden, aber wenn ich mir viel Zeit lasse, glaube, dann könnte es doch einen erwischen. Aber es sieht gut aus. Uah. Jetzt habe ich einen in Brand gesteckt, glaube ich, und der hat mir direkt einen Arschtritt verpasst. Ich muss hier raus aus der Ecke. Die Mana-Tränke, die werden wohl gerade so für den Kampf reichen. Aber meine Taktik geht bisher ganz gut auf. Ja, komm schon. Ach. Taktischer Rückzug, wie so oft. Und nochmal eine Falle. Oh, der eine ist... Oh, 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 da ist einer fast tot. Gerade gesehen. Jetzt haugt die mir wieder Mana, die blöde Kuh. Ah. Komm schon. Ah. Mann! Los! Das muss funktionieren. Jetzt geht's. Okay. Na toll. Aber in der Zeit ist sie mir hinterhergekommen. Ich gehe lieber nochmal weg. Vielleicht habe ich Glück und ziehe sie nochmal ein bisschen auseinander. Ja gut, das sinnlos in die Luft säbeln wird nicht viel bringen. Nicht genügend Magie, ja, ich weiß doch. Wow. Heiltrank, Heiltrank, ja. Oh shit, jetzt habe ich einen getötet. Oh, jetzt ruckelt das schon wieder, so eine Scheiße. Und ich habe einen getötet. Okay, Ruckler scheint vorbei zu sein. Immerhin das. Komm, 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 komm. Ah, lass mich doch mal in Ruhe. Ich will euch doch nur helfen. Oh, okay. Die war Gott sei Dank nicht so schwer wie die anderen beiden. Sie war eine harte Nuss. Jetzt verstehe ich, was Schwarzfrost in ihr gesehen hat. Ich nicht. Ich glaube, die Konkubinen wären damit erledigt. Bleibt nur noch die Hüterin und der Palast. Wir sollten zurück ins Lager gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir noch umkehren können, wenn wir den Palast von Schwarzfrost erst einmal erreicht haben. Oh, Level Up, Stufe 24. Schaue ich mir doch gleich mal an. Mal wieder Talente verteilen. Gesundheitsregeneration in Magie bei Maximum. Gut, das wird nicht oft passieren, aber ich nehme es trotzdem mit. So. Was könnte ich denn jetzt noch nehmen? Feuerschaden für alle Zauber. Die Wächterflammen, die könnte ich eigentlich noch so ein bisschen verbessern. Und hier kann ich erstmal nichts nehmen. Auch nicht so schlimm. Dann zurück zum Lager. Denke ich mal. Kurz nochmal auf die Karte schauen. Da war doch eine Nebenquest gerade angezeigt, oder? Naja, ich gehe einfach mal hier durch. Vielleicht sehe ich es jetzt besser. Nee, auch nicht. Willst du mich verarschen, oder was? Aber es scheint alles zum gleichen Weg zu führen. Muss nur aufpassen, nicht, dass hier wieder alles voll ist mit toten Viechern, die rumlaufen können. Ja. Da ist nämlich schon wieder jemand. Wo ist er hin? Da. Vielleicht komme ich ja so vorbei. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr, gegen jeden zu kämpfen. Ah, hier. Dann ist das jetzt diese Hexe praktisch. Die Wächterin. Ich versuche einfach mal durchzurennen, egal ob sie mich sehen oder nicht. Oh, sie haben mich scheinbar nicht gesehen.
Also da geht's dann zur Wächterin und dann ab in den Palast rein, aber Sybil hat das schon ganz gut angemerkt. Ich gehe jetzt nochmal schnell zurück ins Lager. Gerade nochmal den Vorrat aufstocken, an Tränken, Material und was weiß ich noch alles. Vor allem die Waffen ein bisschen loswerden, die ich nicht brauche, weil sonst habe ich keinen Platz mehr für Neues. Ich denke mal, viel Gelegenheit, das Geld auszugeben, werde ich nicht mehr haben, deswegen werde ich das jetzt tun. Sprich, ich werde auch die Waffen, die ich jetzt noch habe, zu Geld machen und nicht zu Material, weil das kann ich unterwegs noch oft genug machen. So, mal schauen. War das jetzt der Händler oder nicht? Ja, ich gehe einfach gleich zum Schmied. Hallo Vulkan! Zeig, was du diesmal anzubieten hast. Ja, mach hin, Junge. So. Da hat er immer noch nichts Besseres. Völlig überraschend natürlich. Ich die jetzt mal verkaufen. Schwertmannsstiefel, AD. Den Waldläuferhelm entferne ich dann auch mal. Beim Zweihänder, ja gut. Mjölnir? Boah, geil. Ist das nicht hier Odins Hammer? Müsste eigentlich, ne? Geil. Ja, den behalte ich mal. Einfach nur, weil ich es kann. So. Material. Na, der hat aber auch nichts Besonderes. Also in Sachen Tränken ist er sehr schwach ausgestattet, der gute Junge. Aber Silbern Grüße. Ist, glaube ich, ein Händler. Was kann ich für dich tun? Kann ich deine Waren sehen? Laber nicht rum, gib her. Heiltrank. Also ich habe eh kein Material mehr, irgendwas herzustellen, deswegen kaufe ich jetzt einfach mal nochmal eine gute Ration ein. Wie viel Gold habe ich? 3400? Ja, das passt schon. So, also das sollte dann garantiert reichen. Ich trank ein paar weniger. Uah. Nee, 10 sollten reichen, weil ein bisschen Gold will ich trotzdem noch behalten. Ja, ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts mehr zu tun. Dann auf zur Wächterin, würde ich jetzt mal sagen. Oder zeigt's mir hier nochmal was an? Eine Sidequest? Ja, das mit, na, wie hieß er noch gleich? Mit Edwin. Das scheint wohl nichts mehr zu werden. Oder doch? Ich schau jetzt nochmal. Ich gehe jetzt mal raus, aber vorhin hatte ich so einen weißen Pfeil auf der Karte, der ja auf eine Nebenquest hindeutet eigentlich. Oh ja, klar. Falsch abgebogen wieder. Musste ja noch kommen. Die mittlere Tür ist es immer. Naja. Ihr seid's ja gewohnt, denke ich. Und ich mittlerweile auch. So. Schwarzfrostdomäne. Wieder mal. Karte aufmachen. Nee, irgendwie tut sich da wohl nichts mehr. Jetzt muss ich mich wohl wieder durchkämpfen. Aber ich denke mal, einmal kann ich es noch verschmerzen. Ich denke nicht, dass wir nochmal hier lang kommen. Zumindest nicht so lange die, ja, Penner hier rumlaufen. Aua! Ja, das war mal nix.
jetzt kriege ich dich. Naja. Die sind dann eher weniger stark. Im Vergleich zu den großen Schwestern sind die echt Pipifax. Und ja, ich habe gerade Pipifax gesagt. Was allerdings weniger Pipifax ist, zumindest für mich, ist immer wieder diese Orientierung. Ah. Warte mal. Da drüben geht's doch die Treppen runter, oder? Mann, oh Mann. Ja. So, dieses Mal nehme ich das Risiko aber nicht so sehr in Kauf. So, der ist weg. Für den reicht's aber nicht. Werde ich wohl nicht mehr erleben, dass ich die one-hitten kann. Na komm. Jawohl. So. Glaub, dann habe ich alles aus dem Weg geräumt. Bisschen sprinten, bisschen aufs Tempo drücken. Und das ist wohl die Wächterin. Oder die Hüterin, was auch immer. Ich nutze die Gelegenheit, um nochmal kurz zu speichern. Und dann geht's los. Und zwar jetzt. Sehen alle gleich aus irgendwie. Gut. Naja. Das ist der Moment, in dem ich vorschlage, dass du deinen Schwanz einziehst, abhaust und uns ohne zurückzublicken vorbeilässt. Klingt nach einem Plan. Und welchen Grund sollte ich haben, dir einen solchen Gefallen zu tun, kleines Wesen? Ich hack ihn dir ab. Nun, weil du dir damit deinen eigenen Arsch rettest. Du musst doch gespürt haben, dass dein Ende naht, als ich deine Schwestern in Staub verwandelt habe. Sie waren niemals meine Schwestern, du anmaßendes Ding. Und du hast nicht das Geringste erreicht. Meine Töchter sind mir in wirklich allen Belangen unterlegen. Ebenso wie du. Das werden wir ja sehen. Mutterliebe, die ist mir einfach fremd. Dieses Angebot mache ich dir nur aus Prinzip. Aber eigentlich hoffe ich darauf, dass ich dir bald im Kampf den Arsch aufreißen kann. So sei es. Es wird mir eine Freude sein, dir diesen letzten Wunsch nach einem Kampf zu erfüllen. Joa. Sehr zuvorkommend von dir, alte Schachtel. Mal gucken, was die so drauf hat. Ich hoffe, die kann sie nicht auch aufspalten oder so. Eine von der Sorte reicht jetzt. Genug unfaire Kämpfe gehabt. Ja, bisher geht's, ja. Ja. Da ein bisschen zurückbleiben. Willst du mich mal kurz in Ruhe lassen? Jo, genau so. Reicht schon. Weitermachen. Oh, bisher geht's echt, also. Fast schon zu einfach. Was wieder zurückziehen. Also irgendwie. Okay, der hat jetzt gesessen. Da habe ich mal kurz nicht aufgepasst, aber alles in allem sieht die doch ganz schön machbar aus. Ah, wieder zurückziehen.
Versau mir doch nicht meinen Ansturm. Oh, jetzt hat sie mich vollgerotzt. Das war... Wow! Okay, jetzt habe ich mal ganz kurz wirklich nicht aufgepasst. Okay, es reicht noch. Jetzt holt sie nochmal alles raus zum Schluss, ne? Aber... irgendwie kann sie mit den anderen nicht mithalten. Yay! Yeah. Aua! Okay, wenn das die Tempelwächterin war. Du bist wirklich kurz davor, ins Reich des Fürsten Schwarzfrost einzudringen. Aber mach dir nichts vor. Du hast dir diesen Weg nicht alleine erkämpft. Es war der finstere Fürst selbst, der dir Geleit gewährte. Er stellt mich auf die Probe. Und allem Anschein nach weiß er jetzt, was er zu erwarten hat. Das sollte eine der faszinierendsten Konfrontationen der letzten paar tausend Jahre werden. Ich kann ihren Ausgang kaum erwarten. Ja. Nun, und ich kann es kaum erwarten, dass wir zur Sache kommen. Ich auch nicht. Aber ganz ehrlich, ich bin enttäuscht von der Hüterin. Das war ja gar nichts. Ja, warum stehen die jetzt hier? Könnte ich mir jetzt theoretisch nochmal einen anderen Begleiter suchen, oder was? Ohne diesen Erschaffer sollten weniger Körper in der Kanalisation sein. Der Weg durch die magische Quelle sollte nun zu schaffen sein. Wir sollten das überprüfen. Okay. Ja, umgehend. Ich bin dabei. Heißt also, es gibt doch noch mal ein paar Nebenquests. Oh ja, lass mal den Fürsten mal warten. Die Rettung der Welt hat Zeit. Wir machen erstmal eine Nebenquest. Das finde ich so lustig bei den Spielen. Dass man immer theoretisch alle Zeit der Welt hat. Und alle auf einen warten. Da würde die nächsten 100 Jahre nichts passieren, wenn ich das wollte. Aber will ich ja nicht. Also zurück ins Lager. So viel dazu. Wir sehen es dann doch nochmal. Und zur Kanalisation. Wenn ich nicht wieder dran vorbeirausche. Immerhin die Tür war schon mal richtig. Die auch. Da gibt es nämlich nur eine. Mensch, bin ich gut. Und hier rein. Dann sage ich Hello again, Abflussrohr. Oder so. So, schnell, schnell, schnell. So ein bisschen eilig haben wir es ja trotzdem. Was war das? Komisches Geräusch. Aber kein Gegner in Sicht. Oh, ja, so viel dazu. Na gut. Immer wenn ich sowas sage, passiert irgendwas. Das ist Wahnsinn. Ich betone wieder einmal, das habe ich jetzt nicht extra geschnitten und nachher vertont, sondern ich rede gerade wirklich wieder während ich spiele. Das ist schon faszinierend. Leichenhaufen ist weg. Und nun? Nach diesen Inschriften zu urteilen, müssen wir Feuer und Eis kombinieren, um die Macht des Artefakts zu befreien. Oh. Ich vermute, du hast eine Idee. Was sollen wir tun? Wir müssen Feuer und Eis kombinieren.
Soll ich dir erst ein Bild malen? Ja, bitte. Wir könnten unsere Kräfte vereinen. Das scheint die offensichtliche Lösung. Okay, und nun? Feuer? Ja, oder auch nicht? Hä? Der Wächter hat diese Treppe bewacht. Ist Schwarzfrost dort oben? Ja, diese Treppe führt zu seinem Palast. Sobald wir dort hochgehen, gibt es kein Zurück. Der Dialog passt auch nicht ganz. Was meinst du mit kein Zurück? Schwarzfrost ist mächtig. Mächtiger, als du dir vorstellen kannst. Seine Magie erlaubt ihm, das Gefüge von Raum und Zeit zu manipulieren. Am Ende dieser Stufen wirst du nicht wirklich in dem Palast einer antiken Elfenstadt stehen. Dieser Ort ist überall und nirgends zugleich. Aber er ist auch der Weg zum Weltherz. Einmal dort wird es für uns unmöglich zurückzukehren, ohne Magie zu nutzen, die so mächtig ist, dass sie wohl selbst meine derzeitige Macht übersteigt. Was erwartet uns dort oben? Erwarte das Unerwartete. Schwarzfrost ist schlau und feige. Er wird alles in seiner Macht Stehende tun, um einem ehrenhaften Kampf zu entgehen. Am liebsten spielt er mit dem Geist seiner Gegner. Er wird versuchen, deine Gedanken zu manipulieren. Oder die deiner Gefolgsleute. Bereit, Rache zu nehmen? Ja, ich habe eine Rechnung offen mit Schwarzfrost. Aber es geht um mehr als nur Rache. Meine Erfahrungen mit dir haben mir die Augen für Neues geöffnet. Wir können nicht zulassen, dass die dunklen Eisfürsten siegen. Wenn wir Schwarzfrost auf dem Weg begegnen, ist das eine glückliche Fügung. Gib mir ein Zeichen, wenn du bereit bist. Ja, das ist ja schön und gut, aber der Dialog passt irgendwie nicht so ganz zu der Örtlichkeit, an der wir uns gerade befinden. Und das Artefakt habe ich gefunden und Kräfte vereinen irgendwie ziemlich schwach, was hier abging. Nämlich so gar nichts. Naja, okay. Hat sich ja voll gelohnt, dass ich hierher gekommen bin. Toll, toll, toll. Und wieder zurück. Ab nach oben. So, passt mal auf, Leute. Jetzt kommt's eine Sensation. Achtung, Achtung. Whoop, ich hab die Tür entdeckt. Ich bin nicht vorbeigerannt. Cool. Dafür habe ich den Abgang jetzt wieder verfehlt. Naja, zu früh gefreut. Ich gucke gerade nur auf die Karte beim Laufen, weil ich sonst wieder nicht checke. So, da runter. Und ich nehme Edwin mit. Ich denke, das passt einfach am besten. Sybil ist eh dauernd tot, daher eigentlich nutzlos. Dann würde ich sagen, auf in den Tempel zum großen Finale, denke ich jetzt mal.